Meine sehr verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Twin SimWorld 5, der Danny spielt das hier zusammen auf dem PC an diesem bundesweiten Feiertag, dem 3. Oktober 2024, Tag der Deutschen Einheit, heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Strecke München-Augsburg an der Hackerbrücke am Münchner Hauptbahnhof. Und zwar handelt es sich folgendermaßen darum, es gibt seit ein paar Tagen, ich glaube seit 3 Tagen, einen Mod für die Strecke München-Augsburg, ein Timetable-Mod, Timetable 2024. Und aus diesem Grund wollte ich euch das heute mal vorstellen. Genau. Machen wir einfach eine offizielle Fahrplanfahrt raus mit dem ICE 3BR403 hier am startend am Münchner Hauptbahnhof Richtung Augsburg. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir über Pasing fahren, das werden wir gleich alles sehen. Befinden uns hier, wie gesagt, an der Hackerbrücke und ja, ich wollte euch mal zeigen, was dieses Mod so beinhaltet. Beinhaltet es natürlich jede Menge KI-Verkehr. Wir müssen mal hier oben drüber, sonst geht es nicht. KI-Verkehr und ja, das geht ja da schon oder hier schon los. Hier ist schon ein wenig S-Bahn-Verkehr vorhanden. Ihr seht es, zwei Quietschis haben hier Ein- und Ausfahrt an diesem S-Bahn-Bahnhof München-Leim. Hier geht es nach Ostbahnhof. Ihr seht, hier ist die Station Hackerbrücke. Und was sich in diesem Gebäude befindet, das könnt ihr mir gerne mal erzählen, weil ich weiß es leider nicht. Deswegen, wenn ihr da eine Idee habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ja, deswegen, wenn ihr da eine Idee habt, was sich in diesem Gebäude hier befindet, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir fliegen jetzt mal so langsam zum Hauptbahnhof, denn da steht auch einiges rum. Dort links auf jeden Fall eine Hamsterbacke, so wie man sehen kann. Und daneben, glaube ich, eine Quietschi. Ja, dann haben wir hier rechts wieder eine Hamsterbacke. Dann haben wir hier noch einen Dreier ICE. Genau. Wir haben dann da vorne einen RE stehen. Also da, Lok mit der 146, die wahrscheinlich auch irgendwann dann gleich wieder rausziehen wird. Hier vorne haben wir noch einen Dreier stehen, dann haben wir dann noch einen RE. Also hier ist wirklich einiges los. Da ist noch ein RE. ICE-Treffen ohne Ende hier. Da ist ein Dreier, dann haben wir hier eine Doppeltraktion-Dreier, das ist unser. Dann haben wir hier jede Menge Quietschis stehen. Hier haben wir dann nochmal ein Dreier stehen. Genau. Dann haben wir hier vorne auf jeden Fall noch die SBB-Flirts stehen, zumindest einen davon, der ja auf der Strecke Sursee-Luzern anzutreffen ist, auf der Strecke Zentralschweiz. Und ja, wie gesagt, dieser Mod hier beinhaltet einiges an KI-Verkehr. Eine ordentliche Rush-Hour hier an diesem frühen Morgen. Es ist 8.32 Uhr, glaube ich, oder sowas, oder 8.44 Uhr an diesem wunderschönen frühen Morgen hier an dem Münchner Hauptbahnhof. Ich weiß jetzt nicht, welches Datum dieses Szenario spielt, aber ich glaube doch, natürlich, es spielt am 3. Oktober 2024 an diesem Feiertag, genau, hatte ich ja eingangs gesagt. Und ja, die Sonne geht auf, steht schon hoch am Himmel und ich würde sagen, wir beginnen damit, unseren Zug aufzurüsten, die Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Und ja, damit heiße ich euch nochmal herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train SimWorld 5. Ja, würde sagen, wir beginnen. Und zwar damit, unseren Zug aufzurüsten. Dafür müssen wir erstmal aufstehen und unseren Batteriehauptschalter einstellen. Wie ihr seht, haben wir überhaupt keine Spannung. Das seht ihr hier an der Anzeige da. Das heißt, wir werden das hier erstmal Batterie einstellen müssen. Zack. So, jetzt haben wir sie eingestellt. Dann können wir die Zugsicherungssysteme auch direkt einstellen, wenn wir schon mal hier an dem Schrank sind. Zack. So, Spannung haben wir. Dann können wir gleich die Türen öffnen und den Hauptschalter und den Stromabnehmer heben. So, das machen wir jetzt. Oder, nee, wir müssen erst den Hauptschalter nach vorne verlegen. Genau. Dann das.
den Hauptschalter nach vorne verlegen. Dann können wir rechts die Türen öffnen. Genau, dann können wir die AFB einstellen. Das machen wir an diesem Display. Vollsollgabe, genau. Das auf 40. So, Zugbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht. Spitzensignal auf jeden Fall auf normal. Genau, ja, da sind wir eigentlich soweit. 8:46 Uhr haben wir Ausfahrt. Genau. Und dann würde ich sagen, wir fahren heute auf jeden Fall über, ja, wir fahren sogar über Pasing. Pasing Zwischenhalt. Das ist doch sehr schön. Und dann schauen wir mal, was uns an KI-Verkehr so entgegenkommt. So, wir sollen mit Sicherheit noch warten bis 8:46 Uhr. Das ist jetzt auch nicht mehr so lange. Können wir auch gleich die Türen schließen. Genau. Dann schauen wir mal. Ach, der erste RE hat schon Ausfahrt, wie ihr seht. Dann schauen wir mal, ob wir dem nicht gleich in die Hacken fahren, wie wir jetzt auch Ausfahrt haben. Gucken, aber wahrscheinlich werden wir an dem vorbeifahren. Und wir haben Ausfahrt. Ja, das Ausfahren. Die Bremse doch gelöst, oder? AFB ist auch auf 40. Warum haben wir dann keine Leistung? Beziehungsweise fahren nicht aus. Jetzt, die Federbremse war noch angelegt. Natürlich, wenn der. Ja. So. Ja, ist gut jetzt. So, die Federspeicherbremse war natürlich noch nicht gelöst. Das war das Problem. Natürlich, wenn der komplett abgerüstet ist, dann ist auch die Federspeicherbremse angelegt und dementsprechend müssen wir die natürlich auch lösen. So. Fahren wir jetzt erstmal bis München-Pasing. Erstmal nach wie vor mit 40 Ausfahrt, bis wir den Weichenbereich und den Bahnhofsvorplatz so einigermaßen verlassen haben. Da kommt der nächste Dreher rein. Links, rechts kommt dann noch eine Hamsterbacke. Also ihr seht, hier ist ordentlich Verkehr. Ich packe euch natürlich den Link des Mods wie immer in die Videobeschreibung. Ihr kennt das, damit ihr dann gar nicht lange suchen braucht. Fahren wir gleich links an die Waschstraße vorbei und an die ICE-Halle. Es gibt da sogar ein extra Szenario, wo man mit dem ICE durch die Waschstraße fährt. Ich glaube, ICE Wash heißt das. Den gab es aber, glaube ich, schon zu TSW 2 oder 3 Zeiten. Dieses Szenario. Genau. Da gibt es ein Szenario, wo man wirklich dann in aller Ruhe gemächlich in Schrittgeschwindigkeit den ICE einmal komplett durch die Waschhalle fährt. Und dann, glaube ich, sogar noch auf ein Abstellgleis abstellt. Guck mal, rechts da fahren die S-Bahn. Eine kommt ein. Eine fährt raus, hält jetzt gleich an der nächsten Station da vorne. Genau. Da rechts fährt wieder eine Hamsterbacke. Ihr seht, hier ist wirklich einiges los. Also ordentlich KI-Verkehr. Da hat der Erbauer oder der Entwickler des Mods wirklich nicht zu viel versprochen. Wind City nennt er sich. Wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, wir dürfen übrigens 130. Genau. Da rechts fährt wieder eine S-Bahn. Ihr seht es da vorne. Also ordentlich was los hier. Auch an abgestellten Zügen ist hier wirklich viel zu sehen. Wenn ihr da mal so guckt. Da RE ist ohne Ende. Da hinten noch ein RE. Noch ein RE.
Da kommt ein RE reingefahren. Wir werden wieder von zwei Zügen. Da kommt der Typ. Wirklich geil, wirklich geil. Also KI-Verkehr ohne Ende hier. Das ist wirklich wunderschön. So. Da rechts auch die Quietschi. So, wir werden jetzt gleich die erste S-Bahn überholen. Ach, seht mal! Ein RE ist uns auch für Fersen. Wie geil! Das machen wir doch mal schnell ein Foto. Das ist doch wunderschön. Ach geil, einfach geil, wunderschön. So. Sie sehen, sie ist wirklich ohne Ende KI-Verkehr. Ist im Vergleich schon ein Parsing in gut 3 Kilometer. Das heißt, wir dürfen gleich schon wieder abbremsen, runter auf 60. Eigentlich können wir das jetzt schon in Angriff nehmen. Zumindest auf 80 erstmal gleich quittieren müssen. Da vorne auf jeden Fall. So, das hätten wir erstmal. Dann halten wir gleich direkt schon in Parsing. So, ein paar Sekunden haben wir ein halbzeigendes Signal, das heißt, wir müssen zumindest unter 40, also unter 45 sein. Dann halten wir an Gleis 10. Hier nämlich den 500 Hz-Magnet liegen haben, links. Oder der auch noch nicht. Oder der wird mit Sicherheit. Oder der wird nicht kommen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Na, hier rechts liegt er. Ihr seht ihn hier. So, dann öffnen wir rechts die Türen. Und dann werden wir hier von dem RE überholt, der nicht im Parsing hält anscheinend. Ja, der wird nicht halten. Auch ungewöhnlich. Aber okay, vielleicht hat er halt eine Prio oder einen strengen Fahrplan, der ihm nicht erlaubt, hier in Parsing anzuhalten. Wer weiß das? Das ist mal so. Die Bahnhofshalle von Parsing hat man jetzt auch noch nie gesehen. Man war zwar immer öfter mal in Parsing angehalten, aber hier unten war irgendwie noch keiner, habe ich das Gefühl. Ja, so sieht sie halt aus in Parsing. Ja, da fahren die Autos in der Luft, ihr wisst das. Genau. Hoch können wir leider nicht. Ich kann hier nur unten drunter gehen. Unter die Gleise praktisch. So.
München Hauptbahnhof RE 96 hat hier um 8:58 Uhr Einfahrt. Das sind ja immerhin noch ein paar Minuten. Hier ist die S-Bahn, die hat Weiterfahrt nach Ostbahnhof um 8:55 Uhr, also jetzt jede Minute die S8. Genau, hier hat gleich Einfahrt die S6 nach München-Hackerbrücke. Und hier auf jeden Fall die S8, in der man nicht einsteigen soll. Hier hat Einfahrt die S3, in der man auch nicht einsteigen soll. Und hier steht natürlich unser Zug. Und hier steht auch noch der ICE 911 nach München Hauptbahnhof um 9:10 Uhr. Und hier steht unser ICE 690 um 8:56 Uhr weiter nach Berlin Gesundbrunnen. Ihr könnt ja dann selber mal überlegen und raten und rätseln, über welche Städte unser IC noch fährt von Augsburg aus. Genau. Hier steht auf jeden Fall nur nicht einsteigen, was auch ein bisschen komisch ist, aber ja, es ist so. Ich glaube, manchmal sind die Fahrpläne bzw. die Zugzielanzeigen nicht so ganz d'accord mit den Fahrplänen oder mit den Zielen des Zuges, weil warum steht hier nicht einsteigen, wenn dieser Zug doch einen Fahrplan hat, der ihn bis nach Berlin Gesundbrunnen bringt? Naja, lassen wir das. Was habe ich jetzt? Ach, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach. Ma, doch die falsche Seite. So, jetzt aber. So, nächster Halt, Augsburg. Soll natürlich jetzt erstmal gleich unter 24 bleiben, deswegen die AFB auf 20. So, wir haben es befreit, dann können wir auf 60 beschleunigen. Fanden übrigens Doppeltraktion. Da kommt die ein oder andere S-Bahn jetzt reingefahren. Ihr seht es hier, also ist wirklich Verkehr ohne Ende. Wirklich wunderschön, wunderschön. So, und dann dürfen wir auch gleich wieder beschleunigen auf 130, 160 und dann gleich auch auf die SWB-Geschwindigkeiten von über 160 Stundenkilometer oder 160 km/h. Weil wir natürlich jetzt gleich auf die Schnellfahrstrecke fahren von München nach Augsburg, beziehungsweise von Pasing bis nach Augsburg, muss man ja genauer sagen, weil die Schnellfahrstrecke hört natürlich von Augsburg aus gesehen bei Pasing oder kurz vor Pasing auf und beginnt auf dem Weg nach Augsburg kurz nach Pasing 140. Und dann werden wir mit Sicherheit gleich, wenn wir einigermaßen den Bahnhofsbereich und die Weichen und so weiter das alles verlassen haben,
ungefähr auf der Geschwindigkeit sind, mit Sicherheit gleich, wenn wir dann gleich in die LZB aufgenommen. Und da bin ich gespannt, was uns so auf der Schnellfahrstrecke entgegenkommt an KI, an Güterverkehr, an Nahverkehr, Fernverkehr. So, da kommen schon die angesprochenen 200. Und dann werden wir mit Sicherheit gleich irgendwann in die LZB aufgenommen. Die 16 Minuten fahren wir jetzt noch bis Augsburg, Bahnsteig 1, wenn wir anhalten, also direkt vorne rechts am allerersten Gleis. Der LZB. Spätestens, wenn wir die 200 fahren dürfen, muss hier LZB eigentlich vorhanden sein. Also sonst dürfen wir gar nicht so schnell fahren. PCB macht da, glaube ich, nicht mit bei Geschwindigkeiten über 160 km/h. Deswegen müsste das jetzt eigentlich gleich soweit sein, jeden Moment. Ja, da ist schon das Kabel. Genau. Zack, wusste es doch. Soweit kenne ich mich dann auch aus, weil ab Geschwindigkeiten über 160 km/h. Ja, ich habe die Sicherheitssysteme an, Kollege. Die ganze Zeit schon, aber lassen wir das. Lassen wir das. So, dann können wir die LZB auch höher stellen. Siefer drücken, das hat ausstellen. So. Fahren wir hier unsere guten 49 Kilometer bis Augsburg auf der Schnellfahrstrecke. So, jetzt ist der KI-Verkehr wohl so ein bisschen stocken geraten, sag ich mal. Ich hoffe, das wird noch. Ja, da kommt was. Ich wollte es doch gerade sagen. Das sieht doch auch wie ein Dreier aus, oder? Ne, das ist ein Einer. Das ist ein Einer. Das sind einer. Ach, schön. Sehr, sehr schön. Da steht ein Hamsterbacke, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Es kann aber eine Küche gewesen sein. Übrigens das Wetter auf klar gestellt, also Benutzer definiert klar, einfach weil es einfach ein schöner 3. Oktober sein soll, ein schöner Tag der deutschen Einheit. Und ja, bei uns ist es auch schön, sonnig, blauer Himmel. Und dann habe ich mir gedacht, machen wir das im Spiel auch. Regen hatten wir ja gestern genug, zumindest bei uns. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir es heute einfach mal sonnig. Ich glaube, das ist. Tut allen sehr gut, mal wieder ein bisschen Sonne zu haben. Und deswegen, ja, habe ich mir gedacht, machen wir heute mal ein schönes, sonniges Szenario auf dieser Strecke mit dem Zug, mit dem Mod. So, ich fahre mittlerweile 2:30 oder dürfen wir zumindest fahren. Ob wir diese jetzt wirklich schon fahren, ist eine andere Sache. Ja. Noch gute 12 Minuten, bis wir in Augsburg sein sollen.
Es kommt da links, das sieht wie nach einem. Nein, es ist ein Quitschi. Das ist eine S-Bahn. Also ihr seht's, von vorne bis zum Ende, ordentlich KI. In München haben wir wirklich sehr schöne Begegnungen gehabt an KI-Verkehr, die uns da entgegenkam, überholt haben. In Pasing hat uns der RE überholt. Ich fand es wirklich sehr schön. Dann die Einfahrten der S-Bahn, wirklich traumhaft. Gerade einer, der uns da entgegenkam, hier auf der Schnellfahrstrecke, dann jetzt hier beim Nahverkehrszüge, also wirklich ein sehr, sehr schöner Mod. Von dem Kollegen WindCity zu finden auf der Seite www.trainsim.de, trainsimcommunity.de, genau. Was mich auch noch interessieren würde, fahrt ihr gerne mit Führerstandsbeleuchtung oder ohne? Also ich persönlich finde an so Tagen, wo es hell ist, braucht man die Führerstandsbeleuchtung nicht, meiner Meinung nach. Der ist eine Quietschi. Aber das muss natürlich jeder für sich individuell entscheiden, weil ich meine zu wissen, dass man im Vorbild auch ohne Führerstandsbeleuchtung fährt, wenn es einfach hell genug ist. Klar, es gibt diese Fahrplanpultbeleuchtung, wo einfach nur, also nicht der ganze Führerstand, sondern nur halt das Licht halt auf dem Führerstand, also auf das Pult fällt. Klar, das kann man anmachen. Ein Dreier. Aber wie gesagt, insgesamt finde ich es tagsüber, wenn man so ein Tag-Szenario fährt, braucht man keine Führerstandsbeleuchtung. Und in der Nacht halt nur, damit man die Bedienelemente sieht, vielleicht wirklich die Pultbeleuchtung. Und wenn man am Bahnhof steht, dann kann man ja, wie auch im Vorbild, halt die ganze Führerstandsbeleuchtung einschalten und während der Fahrt halt alles aus. Maximal, wie gesagt, die Pultbeleuchtung. Aber das, wie gesagt, das kann jeder für sich entscheiden. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das handhabt und wie das im Vorbild so ist. Aber ich meine zu wissen, dass es so ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Ja, genau. Wie gesagt, diese Strecke ist ja auch eine der Strecken, wo es eigentlich hinten raus, also wenn man jetzt wirklich von München nach Augsburg fährt, wo es hinten raus dann relativ geschmeidig wird, eben aufgrund der Schnellfahrstrecke, der sich bietenden LZB, die man ja dann, in der man dann aufgenommen wird, dann ist das Fahren eigentlich ziemlich easy. Das Einzige, was man wirklich hier beachten muss, ist ab und zu die SIFA, aber sonst ist das ziemlich chillig. Da gibt es ja noch so ein paar Strecken von, unter anderem Kassel-Würzburg, wo eigentlich die ganze Strecke über man LZB hat, ich glaube schon beim Losfahren, ist man in der LZB und dann bis kurz vor Ende, ich glaube man wird sogar, ja man wird sogar mit der LZB gebremst, man braucht noch nicht mal selber bremsen, wenn man dann am Ziel angekommen ist, selbst das wird dann gesteuert, was sehr chillig ist, muss ich sagen, gefällt mir. Dann gibt es, glaube ich, noch die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich glaube, da ist das auch so ein Stück weit zumindest, dass man da LZB genießen darf. Genau. Wenn ihr noch eine Strecke habt, wo das so ist, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Übrigens im Vorbild auch eine sehr schöne Schnellfahrstrecke, eine sehr schöne Strecke von Augsburg nach München und zurück. Ich bin sie ja gefahren, zwangsweise. Ja. So, jetzt werden wir schon auf 150 gleich runtergebremst. Wir haben auch nur noch 16 Kilometer, dann passt das schon.
Ihr erinnert euch ja noch an alle an das Video bzw. an meine Spotting-Tour, die ich eigentlich in Augsburg ja, machen wollte, aber aufgrund des Hochwassers ging das ja alles nicht. Da war ich ja 6,5 Stunden bis 7 Stunden in dem ICE gesessen, auf der Fahrt von Stuttgart bis nach München über, ich weiß gar nicht, warum wir da überhaupt gefahren sind, auf jeden Fall nicht über Ulm. Also wir sind mit dem Umweg dann in Augsburg angekommen, was sich dann aber nicht mehr wirklich lohnte. Bin da durch bis München gefahren und dann ja wieder von München zurück nach Essen und es war einfach der brutale Wahnsinn. So, im Moment ist hier ein bisschen ruhig geworden vom KI-Verkehr her. Jetzt kommt uns im Moment gar nichts mehr entgegen, noch nicht mal ein Güterzug. Mal schauen, wie es in Augsburg aussieht. Pünktlich. 6 Minuten haben wir noch für 11 Kilometer. Gut, wir haben in Augsburg auch ein bisschen Zeit, ach in Augsburg, in Pasing auch ein bisschen Zeit verloren, weil ich ja versehentlich die falsche Türseite gewählt habe zum Schließen. Und dann haben wir ja erstmal, musste ich erstmal wieder beide die eine Seite schließen, dann die andere Seite schließen. Das hat natürlich ein paar Minuten gedauert. Es könnte natürlich sein, dass das jetzt zum Verhängnis wird. So, wir werden gebremst. Die angesprochenen 150. Zeitmäßig passt das auch. Wir kriegen eine Levelerhöhung von 21 auf 22 für die Fahrt mit dem der BR403. So, es ändert mit Sicherheit gleich auch die LZB. Nein, wir werden auf 90 gleich noch reduziert, beschränkt, gebremst, wie auch immer. Noch gute 4 Minuten. Dreieinhalb, bis wir in Augsburg sein sollen. Wie gesagt, das könnte ein bisschen knapp werden. Weil wir in Pasing schon eine Minute zu spät eingefahren sind, dann wie gesagt die Verzögerung, bis wir da losgefahren sind, das könnte jetzt natürlich ein Problem werden. Aber schauen wir mal. Noch scheinen wir gut in der Zeit zu liegen. So. Bremsen hier, weil wir jetzt aus der LZB raus sind. Sie fahren.
So, das hätten wir jetzt mal soweit. So, wir schaffen es tatsächlich pünktlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aufgrund der kleinen Verzögerung, die wir hatten. Aber umso besser, umso schöner, dass wir das pünktlich schaffen. So, dann fahren wir in Augsburg ein. Sehr schön. Öffnen rechts die Türen. So, dann schauen wir mal, was hier so rumsteht. Hier nicht viel, aber schauen wir mal an die anderen Bahnsteige. Ist auch gerade nichts los. Außer da vorne, da steht ein Nahverkehrszug, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja, und zwar die 6, 42. Und da kommt eine Quietschi reingefahren. Aber sonst ist hier nichts los im Moment. Also, was in München viel war, ist hier wenig. Um es mal so zu sagen. Aber ja, ist trotzdem eine wunderschöne Timetable-Mod. Muss man wirklich sagen. Hat mir sehr gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Genau. Wie dieser Zug fährt jetzt, wie gesagt, weiter nach Berlin-Gesundbrunnen um 9:17 Uhr hat der Ausfahrt. Also jetzt jeden Moment, der hätte eigentlich schon Ausfahrt, aber ich war ja wenig zu spät hier oder ich war eigentlich pünktlich. So, wir schließen die Türen und dann hat er Weiterfahrt Richtung Berlin Ostbahnhof. Beziehungsweise Berlin-Gesundbrunnen. So, wir hatten einmal Geschwindigkeitsüberschreitung. Da haben wir 35 Punkte Abzug gehabt. Ich denke, das kann man verschmerzen. Ja. Warum eigentlich bekommen wir keine Medaille jetzt? Naja, lassen wir das. Das war auf jeden Fall unsere Fahrt mit dem ICE 690 von München über Pasing Richtung Augsburg mit Ziel Berlin-Gesundbrunnen mit dem neuen Timetable-Mod. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Macht's gut, habt noch einen schönen Feiertag, eine schöne Restwoche. Bis zum Wochenende. Macht's gut, haut rein. Ciao, Servus. Und tschüss. Euer der Ding. Spitas. Bye, bye.